Hi Leute und willkommen zurück zu Outriders. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass es sehr wohl auf diesem Planeten intelligentes Leben gibt, eine alte Rasse, die auch Gebäude, alles Mögliche gebaut haben. Und wir wollen jetzt praktisch unserem Funkempfänger irgendwo auf diesem großen Gebäude oben drauf platzieren, damit wir herausfinden können, von wo das fremde Signal kommt, was wir schon seit des ersten Parts schon suchen. Mal schauen, ob wir das jetzt endlich schaffen. Sahidi? Ich hab die Richtung. Aber da braut sich was zusammen. Warn die anderen. Wir müssen Schutz suchen. Vorsicht! Da rein! Ob das Gebäude eine Schutzkuppel hat. August, du bist zurück. Was genau macht dein Freund da? Bailey! Ach, Scheiße! Seht euch dieses Ding an! Es erzeugt den verfickten Sturm! Nein, warte, es ist nicht, was du denkst! August kann ihn kanalisieren, steuern! Hör zu, August hilft uns! Ach echt? Bailey, steck die Waffe weg. Oh, das hättest du wohl gern. Ich hab die Schnauze voll von eurem kleinen Todesmarsch. Ich gehe jetzt schön zu Corrigan zurück und nehme diesen Freak hier mit. Komm her! Ah! So also fühlt sich das an. Bailey, sei vorsichtig. Du weißt nicht, was die Energie mit dir macht. Oh nein. Geht. Geht! Bosskampf. Wirklich? Das willst du doch nicht. Du irrst dich ganz gewaltig, Freak. Bailey. Ich weiß nicht, wieso du auf einmal eine Veränderte bist, aber du solltest dich beruhigen und dich vom Doc untersuchen lassen. Nee. Ich will jetzt erstmal meinen Spaß haben. Bailey, du musst vernünftig... Den Scheißdreck muss ich. Du kannst mich nicht mehr rumkommandieren. Ich hab jetzt auch Kräfte. Ich mach dich fertig. Nein! Du gewinnst nicht! Nein! Warum werde ich schwächer? Nein! Nein! Warte! Nein! Nein! Sie atmet. Aber ihr Rückenmark ist wohl durchtrennt. Wenn sie überlebt, wird sie gelähmt sein. Gut. Dann sieht sie die Monster ihre Leber fressen. Na los. Kein Grund, sie leiden zu lassen. Nein! Es ist egal, was sie getan hat. Wir nehmen sie mit. Ich werde mich persönlich um sie kümmern. Ich würde das für euch alle tun. Wirklich?
Okay. Und jetzt erzähl mir die Wahrheit. Meine Vision. Von der Wiese. Ich habe noch mehr gesehen. Bailey ist dort. Wie soll es wahr werden, wenn sie nicht bei uns ist? In deiner Vision. Sind wir alle dort? Oh nee, unser Cowboy nicht. Wie? Ich weiß nicht. Weiß er es schon? Er hört nicht zu. Egal, was ich sage. Hey, Jakob. Wir müssen reden. Also, wie soll ich sagen? Die Sache hier könnte übel ausgehen für einige von uns. Was auch immer es ist, vergiss es. Ich muss den Truck vorsichtig machen. Klar, aber hör bitte kurz... Was? Hier oder da macht doch keinen Unterschied, wo wir sterben. Dass wir beide nicht schon x-mal ins Gras gebissen haben und noch atmen, ist sowieso ein Wunder. Also, halt die Klappe, ja? Was willst du denn jetzt schon wieder? Fantastisch. Einfach fantastisch. Ich weiß, es war keine Magie. Hast du eine Theorie, was Orgest im Tempel gemacht hat? Ich überlege noch. Aber selbst wenn ich eine hätte, replizieren könnte ich... Warte. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Stimmt nicht. Du bist Orgest nämlich ähnlicher als uns allen. Deine Kräfte... Sie manifestieren sich auf brachialere Weise, aber zweifellos hast du eine gewisse Kontrolle über die Anomalie. Du glaubst, ich kann diesen großen Obelisken aktivieren, so wie August? Nein, aber was Bailey auch getan hat, hat ihn wohl beschädigt. Jedoch muss es noch mehr Obelisken geben in den Ruinen. Vielleicht kannst du sie finden. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Sag Bescheid, wenn du einen weiteren Obelisken gefunden hast. Sie scheinen der Schlüssel zu sein. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Wartet mal. In den Bäumen hinter uns regt sich was. Ken! Will sich bestimmt rächen. Oh, er kann sich hinten anstellen. Okay.
Ich kenne Typen wie Kang und seine Leute. Söldner ohne Aufgabe. Haben keine Wahl, als zu plündern und zu töten. Sonst würden sie sich gegenseitig zerfleischen. So, dann mal los. Ich habe ein bisschen was geupgradet an meiner Waffe. Kang ist uns lang genug gefolgt. Damit ist jetzt Schluss. Kang hat eine große Klappe, aber wahrscheinlich taucht er nicht persönlich auf. Er überlässt die Drecksarbeit seinen Kämpfern. Na, dann kann ich mich ja auf was freuen. Ich komme zurück, sobald ich das Dreckspack erledigt habe. Tag. Was ist, wenn die nicht angreifen? Nice Skill auf jeden Fall. Nicht wegrennen. Weg ist freigeräumt. Loot ist vorhanden. Nee, so.
Tiago, du hattest recht. Kang war nicht da. Typisch. Er lässt sich wohl erst blicken, wenn er die Oberhand hat. Das wird nicht passieren. Bleibt wachsam. Ich kundschafte die Straße bis zu dem Tor da vorne aus. Schade. Hätte ruhig eine mit 1000 Damage mehr sein können. Ne, hier leuchtet nichts, oder? Nö. Ich such euch doch gar nicht, ich such doch ganz jemand anders. Geht doch weg.
Du warst der Letzte. Langsam voll. Hab doch Rhea. Mehr Rhea Stuff. Also nicht Rhea selten, sondern einfach mehr Epics. Come on. Das hätte man ja wohl jetzt eben mit dem letzten Fight machen können, ne? Pech. Alles nochmal von vorne machen, Junge. Outrider, sag Bescheid, wenn wir zum Tor kommen sollen. What the heck? Wie ist der denn eben von da unten einfach hier hoch? Hä? Da.
Hallo, mach! Warum machst du die Attacke noch so früh? Der Weg zum Tor ist frei. Aber wie kriegen wir es auf? Wollen wir das überhaupt? Dieses Ding sieht doch aus wie die Pforte zur Hölle. Nur dieses Tor steht noch zwischen uns und der Quelle des Signals. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, durch dieses verdammte Riesentor zu gehen. Okay. Und was hinter diesem Tor ist, sehen wir dann im nächsten Part. Ciao, Leute. Oder können wir schon mal durchlinsen? Das ist nix. Tja.